Hallo. Hallo, Herr Sommer. Na, hallo. Es geht um gesunde Hundenahrung. Okay. Was für ein Hund haben Sie denn? Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, da ist irgendwas von allem drin. Okay, ein Mischling also. Da, reinrassige Mischling, reinrassige Straßenhund von Moskau. Sehr gut, haben Sie mitgenommen? Den habe ich mitgebracht, ja, vor vielen Jahren. Was kriegt er denn von der Nahrung? Nassfutter, Trockenfutter? Meistens Ratten und manchmal Trockenfutter. Okay. Da. Es geht jetzt auch mal um eine Gratisprobe für den Hund. Okay. Alt Moabit 122a. Da. In 10559 Berlin. Berlin. Berlin, richtig Berlin. Von Moskau nach Berlin. Haben okay. Wir schon mal gemacht, die Strecke, aber da war noch Krieg. Jetzt ist Frieden. Da. So ist viel besser. Wie bitte? So ist viel schöner. Natürlich, und ich meine, ihr würdet sowieso wieder verlieren, also probiert besser gar nicht. Ne, okay? Schauen wir mal, ne? Was heißt, schauen wir mal. Soll das eine Kriegsdrohung gegen Präsident Putin sein? Nein. Das ist aber gut. Das habe ich ja nicht zu klären. So heißt nämlich auch mein Hund. Putin. Putin, da. Sehr schöner Name. Mögen Sie Putin? Ich kenne ihn nicht persönlich, deshalb kann ich nicht sagen. Da, aber so was man hört, was man sieht, was man liest. Mögen Sie meine Präsidenten? Also die Flasche, den Wodka mag ich schon. Der heißt die aber Putinov und nicht Putin. Ja, aber trotzdem geht's Wodka. Ja, natürlich, Hauptsache Wodka, das ist mein Lebensdevise. Wann gehen wir mal Wodka trinken? Ich kann Putin auch mitnehmen. Da können Sie den kennenlernen, der ist sehr sympathisch Hund. Das glaube ich sofort. Da, von wo sind Sie? Von wo sind Sie? Aus Nürnberg. Nürnberg, blöd. Ich bin zwei Wochen bin ich in München. Da können wir Wodka trinken. Okay, ich schreibe mir die Nummer auf und dann treffe ich uns. Das ist geil, weil mein Bruder hat Waffenladen. Ich muss Lieferung machen. Okay. Und dann können wir was, also Putin auf, die Sie am liebsten trinken, da? Genau. Und was dazu? Orangensaft? Ja. Da, hab ich gut geraten. Bin ich Menschenkenner oder bin ich Menschenkenner? Ja, perfekt. Und Sie sind Hundekenner, da? Genau. Was haben Sie für Putin? Für Putin habe ich gutes Trockenfutter. Das sagen Sie alle, was haben Sie? Ja, unser Trockenfutter ist rein auf Naturbasis. Also wenn Sie möchten, könnten Sie das sogar selber auch mitessen, mit Ihrem Hund zusammen. Ach, haben Sie schon mal probiert? Ich ja. Da, und wonach schmeckt das? Nach Hundefutter, Fleisch. Wonach schmeckt Hundefutter? Nach Hundefutter. Das ist genauso, wie wenn ich zu meiner Tochter sage, was habt ihr heute in Schule gemacht? Dann sagt die gelernt. Das war genauso geistreiche Antwort. Ja, es ist halt Fleisch, ne? Es ist ungewohnt, weil normalerweise isst man sowas nicht. Ach, ne? Ist Fleisch. Sie haben doch gerade gesagt, veganen Hundefutter, oder nicht? Naturfutter. Nein, Naturfutter, genau. Das heißt, weil viele produzieren ja kein reines Hundefutter, sondern da? Das ist alles Chemie und künstliche Stoffe, ne? Das ist schrecklich. Wir haben, genau, das ist das Schlimme. Und wir haben eben Naturstoffe, das heißt, wir benutzen reines Fleisch, das Ganze wird getrocknet. Für 12 Kilo Trockennahrung nehmen wir 12 Kilo reinstes Muskelfleisch. Da. Und das wird alles verarbeitet mit ein bisschen Gemüse und alles getrocknet. Aber wenn aus 12 Kilo Fleisch 12 Kilo Futter werden, wo passt dann auch Gemüse rein? Dann müsste die ja mehr als 12 Kilo sein, oder nicht? Na doch, Gemüse passt schon noch mit dazu. Das wird ja alles zusammen ineinander verarbeitet. Ah so, also ist nicht so wie bei Restaurant auf Teller, sondern alle so Matsche kaufen. Nein, kein Matschehaufen, ist alles schön getrennt. Man sieht die Karotten, man sieht den Reis. Da, das ist ja schön. Dann kann ich ja mal, wenn Schwiegermutter kommt, dann kann ich die Hundefutter hinlegen, die wird nicht merken. Genau. Blöd. Ah, oh, das ist ja Anruf wie Jackpot. Ich dachte schon, blöd, wer ruft mich denn an in dieser Zeit? Aber wenn ich die Schwiegermonster eine ausbraten kann, das muss man ja, den Gelegenheit muss man ja an die Hundehaare packen. Ja, genau, aber wenn du der Schwiegermutter eins auswischen willst, dann nimmst du Nassfutter von uns. Ja, aber ich glaube, die merken das, oder nicht? Ich weiß nicht, meistens Schwiegermutter ja nicht der hellste Birne bei Firmament, aber ich glaube, so Nassfutter sieht nicht so aus wie Spaghetti Bologna, oder?
Nein, aber das kann man bestimmt gut untermischen mit ein bisschen Spaghetti. Das eine zum Beispiel ist Geflügel, Kaninchen und Rind, das passt schon. Da ist Erbsen drinnen, Ei drin, Nudeln drin, das passt. Nochmal ein bisschen mit Nudeln untermischen, dann sagst du, das ist Nudeln Bolognese. Bleh, das ist ja Aufruf zum Massenmord, finde ich geil. Was kann ich ein Rezept bitte bekommen? Das kenne ich leider nicht, die Rezeptur. Hast du das auch schon mal probiert, Babuschka? Nein, das Nassfutter habe ich noch nicht probiert, aber Kollegen von mir haben es probiert. Da, und was haben die gesagt? Wie schmeckt das? Ja, schmeckt gut. Eine Kollegin, die nimmt es immer und macht sich, was hat die gesagt, macht die damit, ich glaube, Gulasch. Mit Hundefutter. Ja. Ich habe ja schon in Dokumentationen bei Fernsehen, habe ich ja schon, da sagen die ja immer, Leute, die bei Callcenter arbeiten, haben Dachschaden, aber dass die aus Hundefutter Gulasch machen, bläh! Und das hab ich jetzt aus erster Hand, das ist ja Hardcore. Was habt ihr noch, was macht ihr noch für kranke Sachen bei Callcenter? Erzähl mal. Oh, wir machen ganz, ganz viel. Was macht ihr Ja. denn? Ach, was haben wir noch? Wir haben rote Bete-Leckerlis mit Geflügel und Rind. Haben auch ein Kollege probiert, hat gesagt, schmeckt gut. Wie sehen die aus? Ja, das sind halt so kleine runde Leckerlis. Schaut aus wie rot, rot. So wie Gummibärchen? Nein, nicht ganz. Aber die sind halt rot und rund. Bin ich mit meiner Frau bei so Zollladen gewesen und da war so Infostand für Promotion da. Und dann, der Verkäufer hat gerade mit einer gesprochen und er hatte so kleine Schüssel, da waren so Gummibärchen drinnen, so einzeln verpackten. Und dann mal sagt meine Frau, meinst du, ich kann nehmen? Da sag ich, natürlich nimm, der sieht das doch gerade gar nicht. Und dann hat sie gegessen, er hat das mitgekriegt, ich ihn so zugezwinkert, der hat das verstanden. Und dann sagt er, gute Frau, ist schön, dass Ihnen unser Futter schmeckt, dann können Sie das bestimmt auch für Ihren Hund nehmen. Ich habe meine Frau noch nie so schnell laufen sehen. Das war gute Businessman. Das ist gute Business. Nein, das muss man doch einfach ausnutzen, so eine Chance. Oder wenn man die Möglichkeit hat, so jemanden richtig zu verarschen. Das muss man doch mit Anlauf machen, oder nie? Ja, wenn man einen Grund hat dazu, ja natürlich, warum nicht? Natürlich, weißt du, ich habe den Grund. Und dann mit Anlauf da rein. Ja, dann mit Anlauf, mit Schwung. Da aber richtig blöd. Das muss, na gut, nicht wehtun, aber muss reinhauen. Oder nie. Genau. Finde ich gut, sind wir einer Meinung. Und wir sind Genau. bestimmt noch mehr eine Meinung, wenn wir Putinow getrunken haben. Ja, dann natürlich erst recht, dann 1000% sind wir Da einer Meinung. sprechen Sie Russisch. Nein, aber ich habe mal gesprochen. Ich verstehe aber ein bisschen, aber ganz, ganz wenig noch. Dabei, wenn wir, weißt du, ja, russische Club, wichtig ist, dass du Schimpfwörter verstehst, dass du merkst, wenn gefährlich wird, dass du dann besser, weiß nicht, Nase pudern oder so. Und Dimitri regelt dann. Okay. Okay? Okay. Magst du Also, Russen? wir melden uns dann bei dir, ja? Wieso wir? Willst du Ich melde deine mich dann Kollegen bei auch dir. mitnehmen oder was? Ah, nein, ich melde mich dann bei dir, ne? Wenn Weißt du dann da bist und dann Putin auftrinken. Dabei, wenn du sagst, wie viele Kollegen hast du bei Callcenter? Oh, 60? 60 Leute, seid ihr auch bei so wie in Indien so Sardinenbüchsen oder ist es richtige Büro? Nein, wir haben viel Platz, wir haben viel Freiraum. Kannst du so beide Arme ausstrecken, ohne dass du zwei Menschen die Kiefer brichst? Ja. Da, wirklich? Hast du eigene Schreibtischblätter? Da. Da! Hast du eigene Schreibtisch? Bist du befördert worden oder hat das da jeder? Das hat jeder. Hat jeder? Können die sich Ja. das leisten? Ja, natürlich. Krass. Finde ich aber gut, weißt du, meist Callcenter sitzen die wie so Sardinen und lesen immer von Blatt ab. Menschen, du sprichst frei, bist du, das kriegst du keinen Ärger, weil du gar nicht dein Skript vorliest. Genau, das ist so bei uns. Wir reden frei. Wir brauchen kein Blatt, wo wir ablesen müssen. Da, das ist schrecklich, weißt du, da hat vorhin erst wieder einer angerufen von Strom. Ich weiß nicht, die haben mich zwei unterschiedliche Leute angerufen, die haben mir das Gleiche erzählt. Ich habe eigentlich wirklich jedes Wort, ich habe gewartet, dass irgendwann kommt, hallo, hier ist Telefonziege oder versteckte Kamera oder sonst irgendwas. Aber nein, die haben das ernst gemeint. Und weißt du, der sagt irgendwie, mein Name ist Thomas Müller, aber du hörst, dass der nicht mal aus Deutschland kommt. Oh, Okay. blöd. Ihr sitzt aber nicht in Antalya oder Istanbul, oder? Nein, wir sitzen in Deutschland. Da. In Nürnberg. Ja, kannst du mir Selfie schicken, so mit dir vor Nürnberger Stadteingangsschildern? Ja, ich schreib nur mal auf und dann schicke ich dir, okay? Ja, das ist bigdigdimitri@gmail.com.
Okay. Kannst du aufschreiben? Habe ich aufgeschrieben. Kannst du. Kann... bigdigdimitri@gmail.com. Wie hast du Big Dick geschrieben? BIG Da? DIG Nee, DICK. DICK, okay. Big Dick Dimitri. Der Name ist Programm, da kannst du das hinschicken. Okay, mache ich. So, und was sollen wir jetzt mit Putin machen? Ja, Putin schicke ich jetzt eine Probe zu und dann rufen Kollegen nochmal an, wie es ihm geschmeckt hat, okay? Und ja, kann den Hund hier schlecht interviewen und sagt, Putin, wie hat dir Futter geschmeckt? Ja, aber du weißt doch, wenn du siehst doch, wenn er frisst und ob ihm schmeckt oder nicht. Blöd, mir ist heute Morgen Joghurt runtergefallen. Der frisst alles, der Hund. Ja, okay. Der Oder ich hat schicke dir gleich ein ganzes Paket für ihn. auch mein Wenn ihm Ohrenstöpsel alles gefressen. schmeckt. Der frisst alles, blöd. Ja, wenn ihm alles schmeckt, dann schicke ich dir doch gleich so ein Paket. Hast du gute Nahrung? Da willst du Putin Sponsoring machen. Na, ich will ihn halt gesund ernähren. Du willst meinen Hund gesund ernähren und dann mit Ja. mir Wodka ungesund trinken. Finde ich gut. Ja, Wodka ist nicht ungesund, ist Der, gesund, desinfiziert. das desinfiziert richtig. Das desinfiziert richtig. Ah, bist du trinkfest, der Waschka? Da. Da, wie viel verträgst du bei Abend? Keine Ahnung, viel. Und wie viel Dimitri verträgst du? Auch viel? Keine Ahnung, bestimmt. Weißt du, wenn ich getrunken habe, werde ich anhänglich. Ach, so macht nichts, ich auch. Da, dann ist da wunderbar. Dann ist Ja? wunderbar. Vielleicht zeige ich die russische Botschaft, wenn du mir sympathisch Okay, bist. also ich schicke dir dann Bild und ich schicke dir Ding für Putin, schicke ich dir Probe, okay? Bist du schon mal beim Russland gewesen? Nein. Warum nicht? Wieso konntest du mal Russisch und hast vergessen? Ja, ich bin mit Freunden aufgewachsen, aber die ist weggezogen und deshalb habe ich nicht mehr gesprochen. Blöd, redest du Deswegen habe nicht mehr ich mit dann. Freunden, nur weil die wegziehen? Das ist aber nicht gut. Ja, die sind weit weggezogen, deswegen Weißt du, konnten das wir sich gibt. jeden Tag sehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt sowas, die Menschen, die nennen es Telefon. Da kann man mit anderen Menschen sprechen. Ja, weißt du, wie alt ich war? Ich war 4 Jahre alt, da kann man nicht mit Telefon sprechen. Wie? Und dann habe ich Ah. nicht mehr mit Russen zu tun gehabt, so Das viel. ist ja schrecklich. Wie alt bist du heute? Nicht, dass ich jetzt hier. 23. Ah, weißt du, hörst du ihn noch so jung an, blöd? Nicht, dass ich mich strafbar mache. Nein, habe ich mich gut gehalten, ne? Da, auf jeden Fall. Stimme ist schon mal gut. Rest muss dann auch, ist bestimmt auch gut. Spasibo. Da, gerne doch, gerne doch. Siehst du, du kannst doch noch sprechen. Musst du Russisch Abendschulkurs nehmen. Ja, mache ich. Und dann Ich hab kann ich. noch ein bisschen, geht noch. Weißt du, dann kann ich mit meinem Onkel sprechen. Vielleicht kannst du bei russischer Botschaft arbeiten. Weißt du, dann musst du dann nicht bei Callcenter sitzen. Wäre das gute Mach Idee? Pause und schicke ich dann für Putin den Probe, ne? Den Probe? Genau. Das heißt der Probe. Die Probe. Da! Das ist der Test gewesen. Test gewesen. Und Da. was ist drin in der Probe? Ah, das ist diese Nassnahrung, wo ich gesagt habe. Ja, super, Nasenhaar. Das, was ich Schwiegermutter bei Bolognese geben kann? Ja, genau. Blöd. Aber du musst mir versprechen, wenn du mal für mich kochst, dass du dann kein Hundefutter nimmst, okay? Nein, nehme ich nicht, ich verspreche Schwörst dir. du auf Putin? Da. Sag es. Ich schwör auf Putin. Da meinst du jetzt Putin, meine Hund oder Präsident Putin? Dein Hund. Gut, weil auf Präsident Putin darfst du nicht schwören, sonst kommt Ich KGB. weiß, ich weiß. Hast du Respekt vor KGB? Ja. Finde ich gut. Weil sehr gefährlich, Blät. Gefährlicher als Amerikanski. Stimmt. Wie lange musst du arbeiten, Blät? Bis 8 Uhr, aber ich habe jetzt Pause. Und du telefonierst in deiner Pause? Nein, eben nicht. Ich gehe jetzt runter. Ah, nimmst du mich mit zu Pausenraum? Geht nicht. Hast du kein Videotelefon? Hast du Nein. Kabel-Headset? Habt ihr kein Wireless-Headset? Nein, haben wir leider nicht. Blöd, das ist ja wie Nordkorea. Was ist da los? Ich dachte, ihr habt gute Callcenter. Dann habt ihr so Schnurdinger. Ja, noch. Mal schauen, vielleicht ändert sich noch. Na, da glaube ich irgendwie nicht dran. Ne, schauen wir mal, ne? Meinst du, das klappt? Bestimmt, bestimmt. Ändert Weiß. sich bestimmt noch. Da. Oh, Da, da, blöd. da, da. Da. Kannst du russische Lieder singen? Kennst du Kalinka? Ja, ich kenne auch noch andere, aber ich will gehe jetzt in meine Pause. Ich will ein bisschen frische Luft schnappen. Da, du Ich schicke kannst. dir Bild und schicke dir die Probe für Putin, da? Da erstmal schickst du mir Bild. Und wenn Bild in Ordnung, dann können wir Deal machen. Ist das ein Okay, Wort? dabei. Wann kriege ich das Bild? Dabei.
So eine halbe Stunde müsste bei dir sein. Halbe Stunde. Wie hast du Dimitri geschrieben? Dimitrij. Das J musst du weglassen. Das habe ich damals, als ich das E-Mail-Adresse gemacht habe, war ich betrunken. Ah, okay, dann mache ich weg. Nimm das weg, weil sonst kommt das ja nicht an. Okay. Geil, und dann kannst du morgen nochmal anrufen zur selben Zeit, geht das? Ja, mache ich. Ich schreibe auf, okay? Nee, warte, mach mal Freitag, weil morgen muss ich noch Geschäfte machen. Okay, dann eben Freitag. Wollen wir 14 Uhr sagen? Okay. Da, finde ich geil. Dann wünsche ich dir schönen Abend. Dankeschön. Dos vidania. Das vidania, dabei Backe. Dabei, dabei. Los, leg schon auf. Ich finde den Knopf nicht bei Telefon. Bin zu betrunken. Ich schon, dabei Backe. Dabei, leg auf, blind. Geht doch.